Willkommen im Venus Club, dem Podcast über Liebe, Dating und Beziehung. Mit mir, Jessica Fierley, als Gastgeberin sprechen wir gemeinsam über das, was uns bewegt. In diesem Podcast erkunden wir die Geheimnisse der Liebe, der Sexualität und Partnerschaft und zelebrieren die Weiblichkeit. Sei dabei und tritt ein in den Venus Club. Herzlich willkommen, Leila. Du bist heute bei mir zu Gast. Vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor. Du kommst auch aus Frankfurt. Ja, erstmal Dankeschön für die Einladung. Ich bin die Leila, komme auch aus Frankfurt, genau, bin 27 und ja. Deswegen treffen wir uns auch, weil wir beide in derselben Stadt wohnen. Du hast beim Bachelor mitgemacht, du bist eine TV-Sternchen und hast da auch schon nach der Liebe gesucht. Und wir reden auch heute wieder über die Liebe und wir reden heute über Verflossene. Und beim Bachelor hat es ja nicht geklappt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht fassen. Jedes Mal, wenn du vor mir sitzt oder wenn ich mich mit dir treffe, du bist so eine laute, quirlige, herzliche Person. Aber vor ihm hast du irgendwie überhaupt keinen Ton rausgebracht. Also ich frage es mich tatsächlich heute auch immer noch, warum ich irgendwie keinen Ton bei ihm rausgekriegt habe. Aber ich glaube einfach, dass ich ihn wirklich so gut fand und auch wirklich nicht damit gerechnet habe, dass so ein gut aussehender Mann vor mir stehen wird, dass ich einfach alles andere komplett um mich herum vergessen habe. Und der hat mich auch ein bisschen eingeschüchtert. Deswegen, ich glaube, da waren ganz viele Punkte, die aufeinander gekommen sind. Schüchtern dich Männer allgemein dann auch ein? Oder war das jetzt wirklich nur, weil er so sexy war? Also ich sag mal so, eigentlich schüchtern mich jetzt Männer nicht so sehr ein. Also ich bin auch immer offen. Aber wenn jemand mir wirklich richtig gut gefällt, dann passiert halt sowas wie bei David. Aber du hast doch gesagt, hat er dich an irgendjemanden erinnert, weil du gemeint hast, da kamen ganz viele Sachen zusammen bei ihm? Nein, das war so, also ich habe ja davor die Bachelor-Staffeln immer so ein bisschen verfolgt, ne? Und ich fand die immer alle toll von ihrer Art, aber nie von der Optik her. Und deswegen dachte ich, wenn ich aus diesem Auto aussteige, wird erstmal jemand da sein, wo ich mir so denke, okay. Mhm. Und nach dem dritten, vierten Gespräch finde ich ihn dann vielleicht toll oder halt doch eben nicht. Aber ich bin da ausgestiegen und war direkt so geflasht. Also es hat komplett meine Erwartungen gesprengt einfach. So. Okay. Also ist er auch schon so dein Typ. Was ist denn dein Typ, Mann? Also ich sag immer, dass ich eigentlich keinen Typ habe, weil wenn man mal wirklich so in meiner Kiste kramt, da findet man irgendwie gefühlt alles. Kenn ich. So, meine Mama sagt doch immer so, ey Leila, du willst mich doch verarschen. Ja? Ja, voll. Aber so, der ist auf jeden Fall schon eine harte Sahnenschnitte, ja. Ich fand ihn auch, um ehrlich zu sein, den allerersten Bachelor, den ich richtig, richtig attraktiv fand, um ehrlich zu sein. Ja, also ich fand auch, also das war, da haben die sich echt Mühe gegeben. Nee, warte mal, dieser eine, dieser von Captain Blaubeer, der Enkel, dieser Daniel irgendwas, den fand ich auch noch gar nicht mal so schlecht, aber das dann, sein Charakter hat es dann für mich so ein bisschen. Ach, dieser Daniel Fels oder wie genau. Der hieß. Ah, oh nee, den fand ich nicht so. Doch, fand ich schon. Der hat mich an meine allererste Liebe erinnert, deswegen habe ich mich da getriggert gefühlt. Ja, aber wie läuft es jetzt momentan bei dir im Liebesleben? Boah, bei mir ist komplett tote Hose. Also ab und zu ist man ja so ein bisschen am Daten. Aber ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Das ist ja aber die reinste Katastrophe. Ja, ich mache gerade auch eine kleine große Winterpause. Winterpause, echt? Oh nein. Die meisten suchen sich ja im Winter was zum Kuscheln und zum Film gucken. Aber ich mache jetzt einfach kurz eine Erholungsphase. Wo lernst du die Typen dann normalerweise immer kennen? Oh, wo lerne ich die kennen? Also ich bin so ein komischer Mensch. Ich fange irgendwie immer an, was heißt zu recyceln, aber irgendwie kommen so Typen aus der Vergangenheit wieder angekrochen. So, und dann hat man auf einmal wieder Kontakt und ich denke mir so, boah, warum? Das ist doch erstens ausgelutscht, du hast eigentlich gar keinen Bock auf den. Also warum? Ich verstehe das nicht. Ich habe auch recycelt jetzt im Winter. Ich habe jetzt keinen neuen, aber ich habe auch einen recycelt. Ich glaube, das ist aber so ein bisschen, findest du nicht so, diese Magie des Bekannten, das ist irgendwie vertraut, da weißt du, was du hast, das ist irgendwie, da gehst du kein Risiko ein und vielleicht das? Ja, ich glaube, was ich auch so daran mag, ist, dass man diese Anfangsgespräche so, die muss ich nicht nochmal führen. Ja, wie alt bist du? Und keine Ahnung, irgendwas, weil man kennt eigentlich schon alles voneinander und kann so wieder da anfangen, wo man so aufgehört hat, halt bei den guten Stellen, ne? Und auf den Punkt. Nein, Spaß. Ja, ganz ehrlich, auch wenn man Single ist, man hat ja auch so eine Bedürfnisse. Ich habe ja auch, ab und zu sehne ich mich ja auch mal nach einer Umarmung oder nach Kuscheln oder so, deswegen finde ich das okay. Und da kann man auch ein bisschen schneller auf den Punkt kommen, wenn man etwas auskramt aus der Vergangenheit, finde ich. Ja, wie viele Beziehungen hattest du denn schon? Also ich hatte nur eine Beziehung gehabt, die ging so 6 Jahre fast. Wie alt warst du, als du mit ihm zusammengekommen bist?
so 15, 16. Also ungefähr. War ja auch dein allererster Genau, Mann. Mein erster und einziger Freund. Ja. Krass, 6 Jahre. Wie hat dich das geprägt? Boah, also das war schon eine sehr, sehr, sehr krasse Zeit. Vor allem, weil man ja so früh auch irgendwie so zusammengekommen ist, ne? Aber irgendwie, also das war eine richtig scheiß Beziehung. Ich glaube, es war genau dieses Beispiel, wie es nicht laufen sollte. Aber am Ende hat es einem in vielen Dingen auch so die Augen geöffnet. Oder man hat halt so Fehler macht man nicht nochmal, sag ich mal so. Wo habt ihr dich kennengelernt? Welche Fehler hast du gemacht? Kennst du hier in Frankfurt diese St. Peterskirche oder wie man das nennt? Wo genau ist die? Boah, wo genau ist die? Irgendwo in der Nähe von der Innenstadt. Weil mit Kirchen kenne ich mich ja, nicht so aus. Da frag mich, wo ein Club ist hier. Das war auf jeden Fall so eine Party, wo man nur bis 16 Jahre hin durfte. Ich glaube, die ging bis 22 Uhr oder so in dieser Kirche. Okay. Und dort haben wir uns irgendwie so kennengelernt durch Freunde. Die haben dann irgendwie Wingman gespielt und uns dann irgendwie so zusammengebracht. Und am Anfang mochte ich den nicht mal, weil ich fand den süß, aber ich fand seine Hosen hässlich. Also okay. Ich habe dann auch immer über seine Hosen gelästert, weil das so viel Schlaghosen ein bisschen waren. Und ich mir dachte früher noch so, warum macht der da kein Haargummi unten rein? So richtig stylisch, ne? Ja, genau. Deswegen, nee, und dann irgendwie hat sich das voll entwickelt, ja. Wie ging es dann weiter? Ja, also dann war man halt zusammen, am Anfang war alles voll schön und toll. Irgendwann fing der halt richtig oft an, so handgreiflich zu werden und so. Hat auch schon zweimal halt versucht, mich zu ersticken mit einem Kissen. Was? Ja. Du überspringst ein bisschen was. Ja, aber der meiste Teil war aggressiv. Nur? Also, es gab, die ersten 2 Jahre waren, glaube ich, schön und der Rest war einfach nur ein Kampf. Also, ich habe wirklich immer versucht, um diese Beziehung halt so zu kämpfen, dass es wieder schön wird und, so mir Sachen einfallen lassen, aber eigentlich habe ich die ganze Zeit so alleine gekämpft. Der wollte irgendwie nicht loslassen, aber eigentlich wollte der mich auch nicht da haben, so deswegen, der hat doch mich betrogen und so, aber das kam halt alles erst am Ende dann so raus, ne. Aber in welchen Situationen hat er dich dann gewürgt? Wir hatten Streit wegen Kleinigkeiten, zum Beispiel einmal, da hatte ich damals bei DM gearbeitet und da war halt was mit der Kasse und alle mussten länger bleiben und da konnte ich auch nicht mein Handy. Mhm. Er hat mich abgeholt und es hat Real Madrid gegen Barcelona gespielt und ich bin ja zu spät rausgekommen. Mhm. Und dann ist er so ausgerastet, dass wir uns richtig gestritten haben und hat er mich vor der Tür so zusammengeschlagen, dass 6 Polizeiwagen vor der Tür waren, weil die verschiedensten Nachbarn halt die Polizei angerufen haben. Einfach nur, weil ich zu spät gekommen bin und Fußball lief. Ja, wow. Also das war schon wirklich sehr, sehr, sehr schlimm, ja. Und als er dich gewürgt hat, das war dann... Ich sag dir ehrlich, das ist so oft passiert, dass irgendwelche Handgreiflichkeiten waren, dass ich gar nicht mal weiß mehr, warum wir uns so krass gestritten haben, dass das war mit dem Würgen. Aber das eine Mal waren in Marokko gewesen, da waren wir im Urlaub und ich war an seinem Handy und hab halt gelesen, dass er wieder Scheiße gebaut hat. Ja, und daraufhin hat er halt gedacht, ja, dann hat er halt das Kissen... Erst hat er mich richtig geschlagen, dann hat er das Kissen auf mich drauf, so, und ich habe einfach so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich habe schnell geschaltet irgendwie, ich habe dann irgendwie die ganze Zeit versucht, gegen anzukämpfen und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, wenn, ich muss mich jetzt totstellen, dass er denkt, er hat es geschafft, weil sonst hört er nicht auf und dann habe ich halt so meinen Arm hingeschmissen und so getan, okay, du hast es geschafft und dann hat er wirklich wie in so einem Film so geguckt, ob ich jetzt noch atme oder nicht und in dem Moment ist bei mir alles durchgedreht und dann bin ich auf den los und dann haben, also es war so eine Schlägerei, die wir beide miteinander dann hatten. Also du hast dann zurückgeschlagen dann das einmal? Ja, ja. Gegen Ende der Beziehung dann? Ja, gegen Ende, ja. Und es war so, dass dann sogar sein bester Freund und die Putzfrau das von draußen gehört haben und auch die Tür eingetreten haben und uns auseinander dann halt gemacht haben, ja. Und du hast dann zurückgeschlagen, weil es dir dann einfach gereicht hat? Ja, für mich, ich war so schockiert, dass was da gerade so passiert ist. Also irgendwie, weil... Das dann schon in einer anderen Dimension war, ne? Wenn man wirklich guckt, ob man die jetzt totgewürgt ja, hat oder nicht. Ja, so. Also das war richtig krank. Also so einen Hass hatte ich auch noch nie in seinen Augen gesehen wie an diesem Tag. Also es war wirklich richtig, richtig, richtig schlimm. Ja, deswegen. Und das hast du aber 4 Jahre lang, wenn du sagst, die ersten 2 Jahre der Beziehung waren schön und die letzten 4 Jahre waren so. Warum bist du geblieben? Ich weiß es nicht. Also heute glaube ich, dass das Wort kannte ich damals gar nicht, so emotionale Abhängigkeit. Mhm. Davon habe ich früher noch nie was gehört. Für mich war das ja, aber ich liebe den halt. Und ich war auch so, er hat sogar gesagt, geh doch und so, aber ich wollte nicht. Egal, was der gemacht hat, ich wollte einfach nur, dass der da ist. Ich weiß nicht, warum. Ich war einfach so, nein, ich liebe den und ich brauche diese Beziehung und der Mann muss in meinem Leben sein. Ja, für mich war es unvorstellbar, dass der weg ist. So. Ja. Und dann hast du dich quasi aufgelöst in dieser Liebe zu ihm, die
so toxisch und so gewaltig in dem Sinne ja. war. Dann war ja auch, also das Ende war ja auch, dass ich herausgefunden habe, was er alles gemacht hat, aber er hat mit mir Schluss gemacht, nicht andersrum. Okay, also er hat dich halt betrogen. Genau, das war so, das ist eigentlich eine traurig, aber jetzt kann ich drüber lachen. Ja. Ich hatte überhaupt kein Social Media, nichts gehabt damals. Mhm. Und dann hatte ich eine Freundin aus Amerika zu Besuch und hat sie mir irgendwas von Kylie Jenner erzählt. Ich wusste einfach nicht, wer Kylie Jenner ist. Okay. Kann man sich zwar bitte reinziehen? Ja gut, das war halt so damals. Und dann meinte sie so, ja, dann nimm doch mal meine Daten von Insta, lade die App runter, dann bist du auch ein bisschen up to date. Mhm. Ich so, ja, okay, dann war sie weg, ich habe mir die App runtergeladen und ich hatte sein Facebook-Passwort gehabt, ne? Und irgendwie war das mit Insta verknüpft oder so und auf einmal kamen da seine Einlogdaten für Insta und ich habe wirklich stundenlang überlegt, ob ich da jetzt reingehe oder nicht. Weil ich schon safe wusste, ich werde irgendwas sehen, ich will es gar nicht sehen. Ja, du hast es gespürt quasi, du wusstest es die ganze Zeit, ja. Und irgendwann bin ich einfach so drauf. Und dann habe ich da wirklich die schlimmsten Sachen gelesen. Aber alles eigentlich nur mit Jungs. Aber die ganzen Chats waren voll mit Informationen über Frauen. Also, dass er, mit wem der alles was hatte in Clubs, dann hat er irgendwie seinen Cousins seine Klamotten geschenkt, die ihm nicht mehr gepasst haben. Und der schreibt, ey, Bruder, die Hose, die du mir geschenkt hast, da waren noch Kondome von dir drin und so. Von mir waren die auf jeden Fall nicht. Mhm. Und so ganz viele Geschichten. Ja, Jungs, wir müssen hier bei Insta schreiben. Leila denkt, ich schlafe, ich bin gleich da, dann können wir feiern gehen und so Sachen halt. Wie der was mit anderen Frauen hatte. Also ganz, ganz, ganz abartig. Und dann habe ich ihm am nächsten Tag geschrieben, ey, wir müssen reden. Ja, und dann kam der und saß auf meiner Couch und ich sag's, ja, weißt du, warum du hier sitzt? Und dann lacht er nur dreckig und sagt, ja, weil du Bitch mein Instagram geknackt hast. Oh. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, willst du nichts dazu sagen? Hat er gesagt, nee, hätte ich dich geliebt, hätte ich es ja nicht gemacht. Hat er nicht gesagt. Ja, hat er gemacht. Und dann hat er sogar noch gesagt, und du musst jetzt auch mitkommen, weil ich bin nicht mit deinem Auto gekommen, sondern mit meinem, weil er hatte auch noch mein Auto gehabt zu dem Zeitpunkt. Du musst jetzt noch mit zu mir nach Hause fahren und dann mit deinem Auto wieder zurückfahren. Also so verheult, wie ich gerade war, sollte ich auch noch mit zu ihm kommen, um mein Auto abzuholen, statt dass er es mir mitbringt und, keine Ahnung, nach Hause läuft oder sonstiges. Der hat dich richtig benutzt. Komplett. Ja. War der älter als du? Oder? Nee, wir waren gleich alt. Also der war nur 2 Wochen älter. Ja. Hast du den jemals wieder gesehen oder so? Ich habe den einmal wieder gesehen in so einer Shisha-Bar. Und das Witzige war, da saß er mit einer ehemaligen Freundin von mir und da hieß es dann irgendwie noch, weil er kurz danach meiner Mutter geschrieben hatte irgendwie, weil er es so krass fand, dass es mich nicht interessiert hat mehr. Ich wollte eh fragen, was haben deine Eltern dazu gesagt? Die haben es doch auch mitbekommen, oder? Ja, also meine Mama, die war auch so, ey, meiner Tochter ist einfach nicht mehr zu helfen. Also so, dann soll sie halt machen, was sie will, weil jeder hat immer auf mich eingeredet, aber ich war einfach stur. So, ich wollte gar nichts hören. Also alles, was negativ ihm gegenüber war, wollte ich nicht hören. Und dein Papa, was hat dein Papa gesagt? Also mein Papa hat es ja nur mitgekriegt, als dann halt die Trennung war. Da warst du wie alt? Das war 2000... Wie alt war ich da? Ich glaube 2018. Kurz bevor mein Papa gestorben ist, war ja die Trennung gewesen. Okay. Und da habe ich halt so geweint, dass er mich wirklich jeden Tag mit FaceTime angerufen hat und einfach nur mitgeweint hat. Also... Der hat nichts Negatives gesagt, nichts Positives, der hat einfach halt nur zugehört. Okay, aber dein Papa hat nicht mit euch gewohnt. Nein, nein, der hat ja in Tunesien gewohnt. Und dann hast du ihn in dieser Shisha-Bar gesehen und mit einer ehemaligen Freundin von dir. Genau, und dann hat er sich am nächsten Tag bei meiner Mutter gemeldet. Das fand ich sehr lustig, weil er kannte mich immer nur, dass ich so Drama gemacht habe, so wenn ich den irgendwo gesehen habe oder so. Und das hat mich halt einfach gar nicht interessiert. Ich habe den da gesehen und ich war so, okay. Und dann hatte irgendwie eine Freundin von mir Beef mit irgendeiner anderen Ollen, die am Tisch von ihm saß und haben dann da diskutiert und ich bin nur so zur Bar, hab so meinen Arm auf seine Schulter und hab den nur anguckt und hab gesagt, du hattest auch schon mal einen besseren Geschmack und dann bin ich wieder weggelaufen. Hast du gemacht? Ja. Und ich glaube, das hat ihn so schockiert, dass er am nächsten Tag meine Mama angerufen hat und gesagt hat, ich brauche noch den Tapeziertisch von meinem Vater, der aber 4 Jahre lang bei uns im Keller gechillt hat und sie nicht interessiert hat. Okay. Den hat er dann auf jeden Fall danach direkt gebraucht, aber meine Mama hat es halt so eingefädelt, dass ich nicht da bin. Mhm. Genau. Und nö, danach habe ich den nie wieder gesehen. Ich bin immer noch ein bisschen schockiert von der ganzen Geschichte, weil inwiefern, wo war denn dann, also du hast dich dann einfach an diese Gewalt gewöhnt bei euch in der Beziehung. Das war für dich einfach Normalität. War das dann so, dass du trotzdem jedes Mal danach
schockiert warst? Oder war das so, dass du dir dachtest, ah ja gut, dann ist heute mal wieder so was. Hat er irgendwie getrunken oder irgendwas genommen, bevor er dich so verprügelt hat? Der hat überhaupt gar nichts getrunken, nichts genommen. Also der war auch so voll so der Gesunde. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich glaube, bei ihm war das wirklich so eine richtig harte Hassliebe. Ich weiß nicht, was der in mir gesehen hat, ob der irgendwie einen Feind in mir gesehen hat oder so, keine Ahnung, aber der ist einfach immer ausgerastet wegen Kleinigkeiten. Aber ich glaube, dass es halt meistens war, weil er wusste, dass er Scheiße gebaut hat und ich den vielleicht mit Sachen konfrontiert habe oder keine Ahnung was, und der einfach, der wollte nicht darüber reden oder sonstiges, da hat der mich halt lieber einfach geschlagen. Und die Liebe zu ihm war so das Einzige, was dich dann getragen hat, wo du gesagt hast, okay, gut, ich liebe ihn und deshalb muss ich bei ihm bleiben. Du hast nie irgendwie wenigstens einen Versuch gestartet, ihn zu verlassen oder so. Du bist immer geblieben. Du hast nicht mal gesagt, ich verlasse dich jetzt. Oder wie war das? Nee, also das war so, ich habe mir schon ein paar Mal so gedacht, so ey, so das reicht, so geht's nicht weiter und so. Aber sobald ich das irgendwie so angesprochen habe, dann war so, ey, nein, Mann, das darf doch nicht passieren. Der kann nicht jetzt weg sein, so. Das war richtig krass einfach. Ich kann es mir auch nicht erklären, warum. So eine lange Zeit. Krass. Glaubst du nicht, dass es vielleicht doch irgendwie so eine Art, dass er wie so eine Art Ersatz für dich für irgendwas war oder so? Dass du dir irgendeine krasse Form der Liebe dich danach gesehnt hast und dir deshalb dachtest, okay, gut, ich nehme egal was, Hauptsache ich habe irgendwas, auch wenn es so aussieht? Die Sache ist, ich hatte ja noch nie eine Beziehung gehabt, also wusste ich ja auch gar nicht, wie... Was ist so Liebe, Verliebtsein, Beziehung? Ja. Ich glaube, weil das auch meine erste war, oder auch meine einzige, dass ich irgendwie so dachte, okay, nicht, dass es so normal ist, was passiert ist, aber dass ich dachte, okay, das ist so Liebe. Wenn ich das jetzt heute angucke, denke ich mir, das kann keine Liebe gewesen aber sein, was wir hatten. Auch damals, wenn es deine allererste Beziehung war, du musst doch irgendwo, das hat dir ja trotzdem auch wehgetan, dass du dann trotzdem dir gedacht hast, ey, das tut mir so weh und diese Gewalt, die er mir antut, ist so heftig, dass du dann in dem Moment es irgendwie nicht geschafft hast, wirklich einzusehen, dass das nicht normal sein kann. Verstehst du so ein bisschen, ja, worauf ich hinaus will? Ja. Man sieht ja auch Beziehungen von anderen oder deine Freundinnen, welche Beziehungen die geführt haben, dass man vielleicht dann irgendwann doch auf die Idee kommt, so wie es bei mir läuft, ist es vielleicht doch nicht so cool oder nicht so normal. Die Sache ist, ich wusste, dass das nicht normal ist und ich wusste auch, dass es absolut nicht cool ist und auch, dass ich da eigentlich raus muss, so, aber ich konnte einfach nicht, also ich war einfach so, egal, das soll lieber nochmal passieren, aber der darf halt nicht weg sein, so. Hast du irgendwelche, weil du sagst Abhängigkeit, irgendwelche Benefits davon gehabt hast, hat der irgendwie dir, das klingt jetzt so makaber, aber wenigstens dir irgendwie was bezahlt oder mit dir zusammen gewohnt oder irgendwie sowas dir ermöglicht? Nee, absolut gar nicht, also das war auch so, dass alle Urlaube gefühlt auf meinen Nacken gingen, so. Ich habe ja auch bei meiner Mama noch gewohnt, der war halt immer bei uns, aber wir haben nicht miteinander gewohnt oder sonstiges. Also er hat sich auch keine Mühe irgendwie für die Beziehung gegeben oder irgendwie, wenn mal keine Schläge waren, dass der besonders süß war oder sich irgendwie auf eine Art und Weise entschuldigt hat, weil es ihm wirklich von Herzen leid getan hat, und das war halt nie der Fall. Okay. Ja. Und das ging dann du sagst, du warst 15, als du mit ihm zusammenkommst, also mit 21 hast du dich von ihm getrennt? Ja, ich glaube so 21, 22. Also ist das, ich kann nicht rechnen, ist das ungefähr 5 Jahre her? Ja, genau. Du bist jetzt 5 Jahre Single. Ja. Und es gab dann noch keinen Mann mehr, der das dir irgendwie angetan hätte oder so? Also das gab schon die einen oder anderen, wo man mal so irgendwie so einen Crush hatte oder eine längere Zeit irgendwie auch mit denen verbracht hat. Aber irgendwie, entweder war es von meiner Seite aus, dass die Luft raus war, oder auch von der anderen Seite aus. Aber irgendwie hat es halt nie gereicht, dass man dann sagt, man geht irgendwie eine Beziehung ein. Mhm. Aber ich glaube auch, dass ich voll Panik davor habe. Mhm. Weil ich irgendwie, keine Ahnung, so Angst habe auch vor diesem Gefühl, wie sehr man gelitten hat nach der Trennung. Mhm. Dieses Traurige, man hat keine Lust mehr auf irgendwas so... Dass ich davor voll Angst habe, weil jetzt bin ich so glücklich. Klar, man denkt so, okay, da könnte schon so ein Partner mal auch im Leben sein, das wäre schon schön. Aber ich habe so sehr Angst vor diesem Gefühl, wenn das scheitert, wie es mir danach geht, dass ich mich irgendwie, glaube ich, davor so schütze. Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Dieses in eine Beziehung gehen ist ja nicht nur immer schöne Zeiten haben, sondern man muss sich öffnen. Und wenn man eine Beziehung eingeht, bedeutet das meistens auch, dass sie dann irgendwann enden kann, egal durch was. Und da muss man sich natürlich auch in der Lage fühlen,
diesen Trennungsschmerz durchzustehen, wenn es denn passieren sollte oder hart auf hart kommen muss. Dazu muss man sich in der Lage fühlen. Ja. Aber inwiefern hat denn jetzt auch die allererste Beziehung dich da geprägt, dass du vielleicht sagst, auch das ist so eine Art, so eine Form von Panik, die dann in dir aufkommt, weil du gemerkt hast, dass Liebe nicht nur Liebe ist, also nicht nur dieses Gefühl von Liebe, dass man das Gefühl von Liebe natürlich auch falsch interpretieren kann und denkt, es ist Liebe, dabei ist es emotionale Abhängigkeit, weil du dich ja richtig verloren hast, auch in deiner allerersten Beziehung. Spielt das da auch so ein bisschen mit einer Rolle, würdest du sagen? Oder eher, oder bist du da jetzt drüber hinweg und bist über dich hinausgewachsen? Also ich bin definitiv über mich hinausgewachsen und ich weiß auch, dass so Sachen mir nie wieder passieren werden, wie sowas. Aber dieses Gefühl, was ich halt damals hatte nach der Trennung, wie dreckig das mir einfach ging. So, ich glaube halt, dass ich schon ein Mensch bin, wenn ich jemanden sehr liebe und das dann halt vorbei ist, dass ich trotzdem wieder, jetzt vielleicht nicht so krass, aber trotzdem halt sehr leiden werde. Und ich weiß halt, wie das war und ich will das einfach nicht nochmal haben. So. Auch wenn es dumm ist, weil man denkt sich so, es könnte ja auch vielleicht dieses Forever-Ding sein oder irgendwie wenigstens schöne ein, zwei Jahre, die man sich ja dann nimmt, wenn man es nicht probiert, aber... Aber wie krass, weil du hast ja eigentlich schon während der Beziehung mit ihm so stark gelitten und dann als es aus war, dann auch nochmal gelitten. Also wie viel Leid kann ein Mensch rein hypothetisch vertragen? Es kann ja eigentlich nur besser werden in deinem Fall, oder? Eigentlich müsste es so sein, dass es nur noch besser werden kann. Ja. Definitiv. Ja, ich glaube vielleicht, auch wenn sich das jetzt so blöd und so kitschig anhört oder keine Ahnung was, aber ich glaube, wenn so diese richtige Person irgendwann mal da ist, dass ich dann auch das Gefühl habe, dass ich sage, okay, ich traue mich jetzt so in eine Beziehung zu gehen, auch mit dem Hintergedanken, dass es irgendwie dann vorbei sein könnte irgendwann und ich wieder leide so. Aber bis jetzt hatte ich noch nicht das Gefühl so krass gehabt. So, dass du das Gefühl hast, okay, du triffst jemanden, mit dem es dir wert wäre, auch diesen Herzschmerz durchzustehen, wenn es dann zu Ende sein sollte. Meinst du, so ein bisschen, der muss dich so weghauen, also... Ja, das auch. Umhauen. So umhauen, dass du sagst, okay, oh Mann. Naja, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, ne? Mal so, mal zärtlich, genau. Mal hart, mal... Das stimmt. Ja, also du sagst quasi, es muss jemand kommen, der dich so sehr umhaut, dass du sagst, für den nehme ich das auch in Kauf, am Ende mit dem Herzschmerz rauszugehen. Und das war einfach noch nicht der Fall. Genau, der mir halt einfach so auch dieses Gefühl gibt... So, das kann auch was werden, weißt du, wirklich von beiden Seiten so das Gleiche irgendwie so kommt, dass ich mich richtig wohlfühle, dass ich mich halt einfach traue so. Und nicht dieses Wischiwaschi immer, ja, du bist gut, du bist toll, ich hab dich gut weggehauen, so, halt einfach, ja, so irgendwie so das Gefühl von Sicherheit, so ein bisschen Sicherheit wenigstens, habe ich irgendwie noch nicht so ganz gehabt, ja. Okay. Also es war immer so, dass die Männer dann quasi so das eine einfach nur von dir wollten? Also jetzt nicht direkt. Es gab schon einige Männer, die wirklich gute und ernste Absichten hatten. Aber ich weiß es nicht. Irgendwas war da, wo ich mir so dachte, nee, das geht nicht. Du bist bestimmt auch so ein Mensch, du kriegst total schnell einen Upturn auf jemanden, gell? Ich krieg richtig schnell einen Upturn. Ja. Voll. Was muss dann so passieren, dass du sagst... Also die erste Sache ist, das ist eine sehr, sehr traurige Geschichte, weil ich habe mal einen kennengelernt, der war so toll, boah, der sah so schön aus und der war so lieb und ja. Und dann habe ich den spontan in der Stadt getroffen, wo ich mit meiner Mama war. Mhm. Und ich habe einen Schuhtick und da hat der Schuhe mit Klettverschluss angehabt. Und ich habe mir nur gedacht, Junge, kannst du keine Schnürsenkel binden oder du kannst doch keine Schuhe mit Klettverschluss anziehen. Das ist mir auch dann scheißegal, ob die von Prada sind, ja. Aber Klettverschluss geht gar nicht. Und dann auch noch so zugezogen, dass da so ein Stück so drüber hängt von diesem Klettverschluss. Oh, nee, das war ganz grauenvoll. Ab dem Tag habe ich dem auch gesagt, so ey, das passt einfach nicht, obwohl alles gut war. Wirklich? Ja, weil dieser Klettverschluss, das nee. Aber Leila, das sind Schuhe. Ja, aber bei sowas, ich krieg da einen richtigen Upturn. Ja, aber das sind Schuhe. Ich weiß, ich bin sonst auch nicht so eine oberflächliche. Es geht nicht um oberflächlich. Ich glaube, es ist viel tiefer. Es ist eben nicht oberflächlich, weil ich nämlich eher so den Verdacht habe, dass du vielleicht auch so ein bisschen das Haar in der Suppe suchst. Weil es sind ja, again, es sind nur Schuhe. Verstehst du? Ja. Du kannst ja sagen, kauf mal welche mit Schnürsenkeln oder du schenkst dir welche mit Schnürsenkeln oder so. Wenn du sagst, sonst war alles gut und wegen dieser Klettverschluss, wobei ich das schon verstehen kann. Oder wenn die auch so ein Portemonnaie haben mit so Klettverschluss. Oh ne? Gott, ja, am besten hat der eins von Scout, ey.
Ja. For you. Aber auch das, wenn dann wirklich alles andere stimmen würde, so vom Charakter und dass er auch hinterher ist und dir das Gefühl gibt, okay, gut, lass es uns versuchen, dann würde ich mich trotzdem auch von diesem Scout-Portemonnaie nicht abschrecken lassen. Ich meine es ernst. Und dann sage ich so direkt, so hör zu, dieses Scout-Portemonnaie geht nicht. Nein, guck mal, ich glaube, so ein Scout-Portemonnaie würde ich irgendwie noch ein bisschen cute süß finden. Ne? So. Aber ich weiß nicht, das kann sein, dass ich so das Haar in der Suppe suche, aber ich muss dir auch ehrlich sagen, ich hatte mit meinem Ex damals Streit tagelang, weil er mir Bilder von Schuhen geschickt hat und einer war ganz grausam. Ich habe gesagt, bitte hol den anderen, der ist hässlich, und dann hat er den anderen gekauft. Und für mich war das so, ey, ich muss jetzt jeden Tag mit dem rumlaufen und der hat diese Schuhe an. So. Ja. Und ich krieg da einen richtigen Groll, keine Ahnung warum. Also sonst wirklich, zieh an, was du willst, aber bei Schuhe ist so... Okay. Triggerpunkt. Triggerpunkt. Was ist noch so ein Triggerpunkt bei dir, wo du sagst, es geht gar nicht bei Männern? Boah, was ich gar nicht mag, ist so, wenn ich denen was erkläre und die es einfach überhaupt nicht verstehen. Also, ich rede meinen Mund fusselig, komplett stundenlang, tagelang, und die checken das einfach nicht. Null. Da könnte ich richtig durchdrehen, weil da kriege ich einen Abturn, weil ich mir denke, so, mit wem rede ich eigentlich? Meinst du jetzt so deine emotionalen Sachen oder meinst du wirklich sowas erklären im Sinne von so und so funktioniert's? Beides eigentlich. Okay. Ja. So, weil das eine ist dann für mich so, okay, du bist ein bisschen ein Dummkopf. Und das andere ist aber so, ich kann gar nicht mit dir auf lange Zeit sein, wenn du einfach mich überhaupt nicht verstehst. Und du versuchst es nicht mal, dich da rein zu versetzen. Ja, wenn die auch so stur dann zum Beispiel sind und immer nur denken, ey, das, was ich jetzt sage, stimmt, ich höre der gar nicht zu, auch abturn. Ich finde auch, so ein Gottkomplex bei Männern finde ich auch ganz, ganz schwierig. Aber weißt du, was ich auch hasse? Du hast ja jetzt auch einen Babyhund. Kennst du diese Menschen, die so extra scheiße zu ihren Tieren sind und die so extra zusammenstauchen die ganze Zeit oder vielleicht sogar dann mal so einen Klaps geben oder so, wo ich mir denke, du bist nicht cool, weil du jetzt deinen Hund die ganze Zeit anschreist und den so sinnlos erziehst. So, geh auf deinen Platz, mach jetzt das. Verstehst du, was ich meine? Ja, das geht gar nicht. Da wollen die irgendwas versuchen, jemand zu sein, der die nicht sind oder keine Ahnung, denken, dass man das irgendwie sexy findet, aber das geht einfach gar nicht. Ja. So, zeig lieber, dass du liebevoll mit deinem Tier umgehst, dann finde ich dich süß und toll, aber so ganz bestimmt nicht. Ja. Oder wenn der Hund sich halt wirklich daneben benimmt, dann sagst du eine Sache oder dann guckst du den Hund einmal an und dann weiß der Hund, was Sache ist. Dann musst du nicht tausendmal sagen, und das finde ich ganz schlimm. So versuchen sind, Oh Gott, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, das ist voll oft, leider. Ja. Ja, oder so das Thema Ex-Freund, den finde ich auch immer schwierig. Muss ich ehrlich sagen, bin ich auch sehr empfindlich und oldschool einfach. Ja, aber ich finde, dass heutzutage jeder irgendwie das Bedürfnis hat, immer über den Ex zu reden oder zu vergleichen oder sonstiges. Also ich finde es zum Beispiel okay, wenn man sagt, ey, so das sind die und die Triggerpunkte, die ich habe wegen der ehemaligen Beziehung und so, dass der Partner das halt so weiß. Ja. Aber nicht, dass man dann permanent irgendwie dann darüber so redet oder so, weißt du? Oder Vergleiche macht. Also bei meiner Ex war es anders. Erzählst du doch zu der. Ja, das stimmt. Aber erzählst du den Männern, die du kennenlernst, wenn du sie ein bisschen näher kennenlernst, würdest du ihnen dann deine Geschichte erzählen von deinem allerersten Freund? Also wenn er mich jetzt wirklich fragen sollte, würde ich jetzt nicht sagen, ich rede nicht darüber. Also wenn man halt so die Geschichte wissen will, dann klar, so kann ich gerne erzählen. Aber ich würde den jetzt nicht, dass mein Ex immer noch so ein Bestandteil von meinem Leben ist, dass ich ständig irgendwie über den reden muss, vor allem mit meinem Partner oder vor meinem Partner. Oder wie gesagt, so Vergleiche machen und so. Muss jetzt nicht sein. Aber ich will auch jetzt nicht unbedingt was von der Ex so wissen. Also klar, so Punkte, warum es so vielleicht nicht geklappt hat oder so Sachen, weil vielleicht kann man dann ja auch dran arbeiten, wenn man auch weiß, was hat der vielleicht für Triggerpunkte oder so. Man will ja den jetzt kennenlernen und nicht seine Vergangenheit, so deswegen. Ich frage aber trotzdem auch gerne, auch so früh wie möglich immer gerne nach der Ex-Freundin, weil ich finde, das sagt auch irgendwie viel aus, wie es dann auseinandergegangen ist. Ich hatte mal einmal ein Date mit einem Typen, der meinte zu mir, ja, die Trennung von meiner Ex war dann nicht so schlimm, weil ich durfte dann in der Wohnung bleiben. Und da war mir zum Beispiel klar, dass ich nicht mit ihm könnte, weil das so unemotional für mich war und so unwertschätzend. Sind bei mir alle Alarmglocken losgegangen. Oder was hatte ich auch mal? Auch mal so einen Typen, wenn der Typ zum Beispiel sagt, da ist überhaupt rein gar nichts mehr seiner Ex-Freundin gegenüber. Gar nichts, das ist gar nichts mehr. Nicht so, Junge, wen willst du verarschen? Erstens total unfair und total unwertschätzend deiner Ex-Freundin gegenüber. Du bist ein Mensch, es ist okay. Es ist vollkommen okay. Voll. Ich könnte auch nicht behaupten, bei mir, dass da überhaupt rein gar nichts mehr
er ist irgendeinem Ex-Freund gegenüber. Und natürlich, wenn der Typ anfängt, übertrieben schlecht über seine Ex-Freundin zu sprechen, vor allem wenn es die Mama von seinen Kindern ist, ist für mich auch absolut No-Go. Nee, das geht wirklich überhaupt gar nicht. Aber warum ich auch zum Beispiel gar nicht so frage, vor allem am Anfang, weil ich habe das mal gemacht, eine Zeit lang, und ich schwöre, die lügen alle. Wegen was? Die lügen alle. Also die sagen dann zum Beispiel, ja, juckt mich nicht oder so. Was die juckt versuchen die nicht? Dann so auf cool zu machen, ja, meine Ex juckt mich nicht mehr oder keine Ahnung, irgendwas. Aber also die sagen auf jeden Fall nicht die Wahrheit. Ich habe noch niemanden gesehen, der gesagt hat, ey, ich sag dir ehrlich, mir ging es wirklich scheiße, aber jetzt bin ich wieder bereit zu daten oder irgendwie sowas, sondern immer nur die Sache, interessiert mich eh nicht mehr oder sonst. Ja, und 2 Monate später waren die wieder mit der zusammen. Ja, voll oft so, ne? Ja. Ja. Nee, eigentlich ist es auch schade, weil das ja auch zeigen würde, dass ein Mann mal wirklich so ein bisschen in sich gegangen ist und reflektiert ist. Ich finde es auch ein gutes Zeichen, wenn ein Mann zu mir sagen würde, hör zu, ich war traurig, es ist mir wirklich nahe gegangen, ich bin dann nicht Party machen gegangen, habe dann eine wilde Phase gehabt und bin sofort, habe mich auf die nächstbeste gestürzt. Das verstehen, glaube ich, viele. Oder wahrscheinlich sind Männer und Frauen da einfach auch wirklich ein bisschen anders in der Verarbeitung, ne? Ja, das kann ich. Weiß die ganze Zeit nicht, ob ich dich darauf ansprechen darf oder nicht. Wie ist dein Papa gestorben? Weil du das vorhin einfach nur so ganz kurz angedeutet hast, dass dein Papa gestorben ist. Also mein Papa ist gestorben. Bis heute wissen wir nicht hundertprozentig, wie das war. Aber es ist halt alles ein bisschen mysteriöser gewesen. Also der hat in Tunesien gelebt. Und irgendwann habe ich eine WhatsApp bekommen von meinem Cousin. Hallo Leila, dein Papa ist gestorben. Und ich war so, danke für die Info über WhatsApp halt, ne? Und dann war das halt so, dass der hatte halt so schöne, längere Haare so gelockt und ein Grundstück und alles und auch Affen und so. Also sorry, ich erzähle jetzt ein bisschen verwirrter. Aber der wurde dann da halt gefunden, erhängt. Die Haare wurden dem halt abgeschnitten und der hat seine Haare halt über alles geliebt. Und die Schere war zwischen 2 Messern versteckt. Und der hatte wohl auch überall so blaue Flecken am Körper gehabt und der Kiefer war gebrochen. Und dann war da auch so ein Kanister drauf mit so einem Totenkopf und dann stand da auch irgendwie schwarzer Tod oder so drauf. Und halt mit den ganzen Aspekten geht halt die ganze Familie so davon aus, dass es Mord war, weil jemand, der seine Haare so sehr geliebt hat und wie soll man sich selber blaue Flecken machen und den Kiefer brechen. Mhm. Und auch mit diesem Gift und allem, was da war. Aber ja, die Polizei in Tunesien sagt halt, es wäre Selbstmord gewesen. Aber das kann ich mir halt einfach nicht vorstellen. Und nicht nur, weil es mein Papa ist und ich diese Vorstellung davon nicht verkraften könnte. Aber das sind halt einfach so zu viele Punkte, wo ich so sage, dass ich es mir halt nicht vorstellen kann. So. Wie oft hast du deinen Papa gesehen? Also ich hatte den die letzten 4 Jahre nicht gesehen, nur halt so kurz vor seinem Tod, paar Monate vorher, war ich wieder da. Ja, weil mein Ex-Freund es mir nicht erlaubt hatte, nach Tunesien zu gehen und ich war halt sehr dumm und naiv, wie man ja schon gehört hat und hab's dann halt auch nicht gemacht. Irgendwann habe ich mich halt durchgesetzt und bin dann halt nochmal hin, dann haben wir uns auch gesehen, aber sonst war ich immer jedes Jahr da, manchmal auch 2-3 Mal. Mhm. Ja. Und hat er da so auch seine eigene Familie dann, oder? Ja, der hatte dann nochmal neu geheiratet und hat dann auch noch einen Sohn bekommen. Mhm. Ja. Okay. Krass. Ja, das war schon crazy. Beziehungsweise bis heute noch so. Da war ja dann auch echt viel mit dir los, wenn du sagst, du hast dann erst die Trennung gehabt von deinem ersten Freund und danach kam der Tod von deinem Papa. Ja, das vor allem, das war alles so nah beieinander irgendwie so gewesen. So im Oktober war die Trennung und dann im Mai so ist mein Papa gestorben und ich war so, was geht hier gerade eigentlich so ab? So. Mm. Ja, das war schon sehr, sehr, sehr heftig gewesen. Ja. Okay. Hast du Geschwister? Ja, also ich habe ja wie gesagt den einen Bruder in Tunesien und noch einen Halbbruder in Erfurt. Okay. Ja. Hat deine Mama nochmal neu geheiratet? Nee, meine Mama hat tatsächlich nicht nochmal neu geheiratet und auch keine anderen Kinder außer mich Nervensäge. Okay. Ich sehe das nur immer auf Instagram, dass ihr so ganz, ganz, ganz süßes, freundschaftliches, enges Verhältnis habt miteinander, was ich sehr wertvoll, als sehr wertvoll empfinde. Und das sehe ich immer, das macht irgendwie auch Spaß, wie sehr ihr euch dann gegenseitig supportet und den Ball zuspielt und so. Ja, also meine Mama und ich sind wirklich Besties. Also wir sind wirklich wie beste Freunde, so Mama und beste Freundin in einem. Also Mama, wenn du das hörst, ich liebe dich.
Ich liebe dich auch, Mama. Ich muss auch sagen, weil meine das ja, hört, weißt du dann. Ja, dann gibt es Ärger. Oh. Wie sollte denn so dein Traummann sein? Hast du irgendwie so eine Idealvorstellung jetzt? Also die Schuhe haben wir ja schon geklärt, es darf kein Klettverschluss sein. Ja, also ich sag dir ehrlich, von der Optik habe ich jetzt nicht so eine Idealvorstellung. Also der sollte mir natürlich halt gefallen, ne? Ja. Aber so einfach jemanden, wo ich weiß, der ist einfach da, mit dem ich über alles reden kann, aber auch der den gleichen Humor hat wie ich, mit dem ich einfach so meine lustige Art jeden Tag rauslassen kann, aber auch meine liebevolle Art, also bei dem ich einfach so ich sein kann. Ja, so voll viele Punkte. Aber irgendwie, ja, finde ich es nirgends. Es kommt. Es kommt dann, wenn du bereit dafür bist. Ja. Und ich glaube, es ist auch nicht zu spät, deinen Ex-Freund noch anzuzeigen, wenn du willst. Aber nee, die Polizei ist ja gekommen, gell? Wie habt ihr euch denn da eigentlich rausgeredet, wenn dann die ganzen Polizeileute gekommen sind, die ganzen Beamten, und dann gesehen habt, dass ihr euch geprügelt habt? Ist da irgendwas, gab es da Konsequenzen? Also zu dem Zeitpunkt, wo die Polizei gekommen ist, weil das dauerte ja immer ein bisschen, bis die kommen, saß ich schon wieder in seinem Auto und wir hatten weiter diskutiert und geschrien. Dann haben die uns halt so aufgemacht und gesagt, hier, steigen Sie mal aus. Mhm. Und dann haben die mich halt gefragt, ja, wollen Sie eine Anzeige machen? Habe ich gesagt, nein. Mhm. Und dann am nächsten Tag ging es mir so schlecht, also mir war richtig schwindelig. Und dann bin ich halt zu meinem Arzt gegangen. Dann hat er mich ins Krankenhaus geschickt. Da musste ich da auch 3 Tage bleiben, weil ich ja eine Gehirnerschütterung hatte und mein Kiefer war geprellt. Also den konnte man wirklich einfach so komplett bewegen. Und das ist auch sehr, sehr krass gewesen. Das war an seinem Geburtstag. Und er kam mich dann besuchen und ich war schlau, weil seine Mutter und seine ganze Familie haben immer so getan, als wäre ich die Kranke. Ja. Und warum haben die so getan, als wenn die, weil du ihn provoziert hättest? Genau, also ich bin ja die Schlimme und er ist ja so der Engel. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, weil im Auto ging es ja schon ab. Dann habe ich seine Mama angerufen und habe das Handy unter den Sitz gelegt und die hat ja auch alles gehört. Und dann hat sie den zu mir ins Krankenhaus gefahren und die hatten nicht mal so viel Anstand, die Schwester und die Mutter, dass die mit hochkommen, wenn die wissen, die Freundin liegt gerade da oben, weil mein Sohn die verprügelt hat, sondern saßen wirklich da unten richtig feige im Auto. Dann kam der hoch mit einer Tüte mit 3 Schokoriegeln und 2 Bananen drin, hat mir einen Kuss gegeben und meinte, ja, ich muss aber jetzt wieder gehen, weil ich muss zum Friseur, weil heute Abend gehe ich ja feiern wegen meinem Geburtstag, während ich da komplett demoliert im Krankenhaus wegen dem lag. Boah, Lea, du hast echt krass, krass, krass viel durchmachen müssen. Ja. Vielen, vielen lieben Dank für deine Offenheit, dass du das alles geteilt hast hier für alle da draußen mit mir, dass du da Vertrauen hast. Und eigentlich ist es aber auch etwas, was man erzählen sollte und muss, weil ich glaube, du bist nicht die Einzige, der es so geht. Und ich glaube auch so als Appell an alle da draußen, dass man es vielleicht einfach früher beenden sollte, wenn man merkt, es tut einem wirklich nicht gut und dass Gewalt in der Beziehung einfach nicht normal ist und einfach auch kein Ausdruck von Liebe. Definitiv, und ich hoffe auch wirklich an alle Frauen, die das jetzt gerade hören. Ich war auch bei einem Punkt, wo ich dachte, ich komme da nicht raus, aber ihr kommt raus. Es gibt auch die richtigen Anlaufstellen für euch und deswegen bitte, bitte, bitte bleibt nicht in so einer Beziehung drin. Perfekt. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und bewertet den Podcast gerne. Ihr könnt auch mit abstimmen. Folgt mir, folgt Leila gerne auch auf Instagram. Schaut, was sie so treibt und was sie so macht. Sie ist auf dem Fernsehen zu sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.